Guten Morgen. Ja, ich bin wieder unterwegs. Es ist wieder ein Wochenende, ein schönes Wochenende, ist vorher gesagt. Und so musste ich wieder los. Ja, aber diesmal stehe ich im schönen Dänemark, wie ihr seht. Ich habe hier schon mal gestanden. Das ist die Brücke von Middelfart über den Kleinbelt. Ja, und das ist wieder super Wetter. Also musste ich doch wieder los. Es gibt wieder eine Zweitagestour mit Übernachtung. Von hier werde ich nämlich losfahren Richtung, was ist das, Südwest, Richtung Faaborg, erstmal im Hinterland, boah, durchs hügelige Hinterland würde ich sagen, mit kleinen schönen Aussichten, und dann mache ich wieder einen Bogen zurück nach Nordwest, aber wie gesagt, mit Übernachtung. Ich habe kein Zelt mit, nein, ich habe einen besonderen Schlafplatz heute. Ich hoffe, das klappt alles, und ja, und bei dem Wetter kann das ja nur toll werden. So 114, 150 Kilometer habe ich mir heute vorgenommen. Ja, ich habe alles mit Vollpension. Ja, Dänemark ist teuer, also habe ich richtig eingepackt, denn die Dänen von hier fahren sogar bis nach Flensburg über 100 Kilometer runter, nur zum Einkaufen, weil das hier so teuer ist. Ja, also habe ich auch alles mit. Deswegen sind die Taschen recht voll mit Essen, Getränke und all sowas. Naschkram, was man so alles mit hat. Ja, und bei dem schönen Wetter heute, Anfang September, der Sommer dreht noch mal auf. Ja, es ist trotzdem etwas frisch, aber die Sonne ist da. Die wird nachher auch nicht wärm. Und dann, ja, auch in Dänemark wird es bestimmt schöne Bilder geben. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Die ersten 10 Kilometer habe ich hinter mir. Richtig schönes Plätzchen habe ich jetzt wieder hier. Ja, vielleicht kennt ihr das noch. Ja, ich glaube, die wenigsten wissen das noch. Denn hier habe ich meinen Sommergruß zum Jahreswechsel gesprochen. Da habe ich an diesem Tag eine Tour gefahren, hatte ich auch gesagt. Ich mache die nochmal, aber dann mit einer Übernachtung, weil da habe ich ein bisschen gescoutet, wo man übernachten kann. Und da habe ich so einen tollen Platz gefunden. Den musste ich unbedingt mal besuchen, und das ist heute der Fall. Das Wetter ist noch besser wie damals. Es war August, es war heißer, aber heute ist viel mehr Sonne angesagt. Also das bisschen Schleierwolken, das bleibt so. Das ist nur tolles Wetter jetzt im September. Ja, richtig klasse. Und diese Tour war erstmal im Hinterland natürlich, wie gerade eben, war auch alles unspektakulär. Durch die Felder sind ja alle abgeerntet, nichts mehr los, aber ja, so ein paar Hügel kommen da, da werden auch ein paar Aussichten sein. Ich werde nämlich gleich, ja, das Meer verlassen. Mehr so im Landesinneren. Die ganzen Orte kann ich jetzt nicht aufzählen. Ich werde die sowieso verkehrt aussprechen. Aber der südlichste Punkt wird Faaborg sein. Ja, 80, 85 Kilometer bin ich denn da gefahren. Und dann geht es zurück an der Küste so ein bisschen. Aber man ist nicht immer direkt dran. Teilweise viel auf der Nummer 8 und auf Straßen heute auch. Aber es ist eine selbstgeplante Route. Also es ist sehr überraschend, was da kommt. Also wird es schön weitergehen, denn bei so einem Wetter macht das Riesenspaß. Also dann geht es gleich weiter. Vielleicht mache ich hier eine kleine Pause. So einen kleinen Snack, kleinen Getränk. Die Taschen sind voll. Zwei Tage Vollpension. Da habe ich doch ganz schön was mitgeschleppt. Ich glaube, ich könnte auch bald drei Tage vollkommen autark überleben. Aber egal, es ist sehr schwer geworden, sehr voll, aber egal. Macht jetzt schon Spaß, allein das Wetter, das ist schon riesig.
Kilometer 21. Oh, jetzt bin ich hier irgendwo um nirgendwo. Habe ich so eine Strecke durch den Wald geplant. Oh, bisschen hubbelig, aber schön ist es jetzt mal wieder eine kleine Aussicht. Nicht viel, aber es geht. Boah, es ist jetzt auf einmal warm. Hui, was dann doch ganz schön bergauf ging und auf so einer Holperstrecke. Ist noch anstrengender, noch habe ich nicht viel gegessen aus den Taschen, also sind die noch so gut wie voll und schwer. Aber das wird sich im Laufe der Zeit etwas ändern. Boah, aber das Wetter, einsame Spitze. Wow. Kilometer 31. Oh, das war jetzt doch ein schweres Stück, was ich mir da eingeplant habe. Durch den Wald. Sehr hügelig, die Wege leider nicht so toll. Sehr hobbelig. Aber der Wald war recht schön und ein paar Teiche dazwischen. Und jetzt hier stehe ich hier irgendwie oben auf dem Berg. Halb Rundumblick. Oh, dann lohnt sich die Anstrengung doch wieder. Aber ich bin auch wieder froh, auf Asphalt zu fahren. So, jetzt stehe ich hier vor dem Ochsenbergstein. Ja, ganz übersetzen kann ich das hier nicht. Vielleicht kriege ich das noch raus, was hier alles so steht. Wichtige Daten anscheinend. Ja. Und natürlich Berg, schöne Aussichten. Hinten schimmert schon wieder die Ostsee. Das hier auf 70 Meter Höhe ist ja auch wieder nicht viel, aber man kann richtig erkennen, wie hier dieses Eis war, so ungefähr, wie es hingeschliffen hat hier, abgelagert hat. So eine Hügel, richtig steil. Ich musste auch gerade hier so eine Wand hoch. 7-8% wieder. Das sind 300, 400 Meter, aber andauernd runter hoch, das strengt doch sehr an. Ja. Dänemark darf man nicht unterschätzen. Ja, 43 Kilometer, ja, bald 11. Zeit für eine Pause, würde ich sagen. Hier ist zwar keine Bank, aber man kann sich ja trotzdem hier hinsetzen. Wow, aber trotzdem sehr schön hier, sehr schön.
Höhenmeter 51, jetzt bin ich bei dem Ort hier. Ich fahre aber nicht da rein, sondern der Hauptstraße folge ich jetzt erstmal. Aber hier hat man wieder einen schönen Blick, da hinten ist die Ostsee wieder zu sehen. Richtig klasse. Sieht so aus, dass man hier so ein bisschen in so ein Tal reinfährt. Erstmal ordentlich lange runter und dann irgendwo da wieder hoch. Weil an der Küste, da fahre ich noch nicht. Da komme ich erst in Fahrbock wieder ran. Und das dauert noch ein bisschen. Jetzt bei Kilometer 59 eigentlich nicht so großartig zu vermelden, oder doch? Ich glaube schon. Lös heißt dieser Ort hier, aber hier gibt es was Besonderes. Eine Raststation. Ich bin hier eigentlich irgendwo um nirgendwo. Es ist hier auch keine Radroute, aber ich habe gerade mit einem gesprochen hier auf Englisch. Das geht so einigermaßen. Ich habe schon verstanden, das haben die Dorfbewohner hier aufgebaut. Wow! Da kann man doch was der Scheibe von abschneiden in Deutschland. Das ist eine Raststation. Also hier ist keine Radroute, aber Luftpumpe. Werkzeug. Wasser. Natürlich Schattenparkplatz hier. Schatten. Alles top. Super. Das haben die Dorfbewohner hier aufgebaut und noch, er sagte noch, Shelterplätze haben sie hier noch zusätzlich hier gebaut. Alles für Radfahrer und Wanderer, ja, ist echt top. Ja, Dänemark ist schon toll, ich weiß schon, warum ich hier gerne bin. Ja, aber Fahrburg ist noch ein Stück. Es geht immer hoch und runter, das war auch gerade eben echt wirklich lange bergab und auch wieder lange bergauf. Aber ich muss sagen, so super warm ist es nicht. Der kalte Ostwind ist doch echt frisch. Die Ostsee ist ein bisschen abgekühlt die letzten Tage. 16, 17 Grad hat die nur. Dadurch ist es nicht so heiß, aber eigentlich top zu fahren. So wird man auch nicht richtig kaputt. Ich glaube, sonst bei Hitze wäre das viel schlimmer. Aber jetzt geht's weiter. Ich habe im Moment noch keinen Hunger, aber das ist echt top. Richtig toll hier. Ich dachte, das ist hier doch so ein bisschen highlightarm, aber jetzt geht es so weiter. Hier sieht man nochmal den Ort, da war ich gerade. Hier ist ein Shelter, da ist ein Shelter, da ist ein Shelter, da ist ein Shelter. Die meisten muss man aber buchen, das ist egal. Aber jetzt ist hier wieder ein toller Highlight. Schaut mal, ein Aussichtspunkt. Echt krass, da habe ich nicht erwartet. Also mal hin. Ostsee gucken. Thank you.
Kleiner Berg, große Aussicht, klasse. Aber eigentlich wollte ich noch keine Pause machen, aber jetzt muss ich doch hier. Ich wollte eigentlich in Fahrbock erst wieder eine Pause machen. Aber das war auch jetzt anstrengend. Ja, mache ich eine kleine Getränkepause, kleiner Snack. Aber ich will nicht zu viel verraten. Aber irgendwo in dieser Gegend ist mein Schlafplatz. Ja, so viel sei jetzt schon mal gesagt. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Also, kleine Pause mit Aussicht und dann geht's weiter. Jetzt ist doch warm genug für kurze Hose. Kilometer 78, jetzt bin ich am Fährhafen und am Fischerhafen Fahrburg, einer kleinen schönen Stadt hier an der Ostsee. Hier gehen die ganzen Fähren ab. Ja, früher war Fahrburg auch gar nicht so weit weg von zu Hause. Denn hier ging mal eine Fähre nach Gelting, das ist von mir 20 Kilometer entfernt. Ja, ging einmal eine Fähre, das ist schon echt lange her. Aber wow, jetzt ist es richtig warm geworden, richtig schön sommerlich. Das glitzernde Meer, endlich hier da hinten sind die Fähren, alles zu sehen. Schöner Bootshafen hier, richtig klasse, tolles Highlight. Ja, nun habe ich ja gerade gegessen, hätte ich mir hier doch einen guten Hotdog kaufen können. Ich habe doch so viel zu essen mit. Ja, aber nee, ich glaube, einen Hotdog verdrücke ich mir jetzt nicht. Verkneife ich mir. Dann geht's weiter. Noch ein bisschen hier genießen, ein bisschen glotzen, gucken, beobachten und dann geht's weiter. Es geht dann, ja, ich habe noch, wie viel habe ich denn noch? Ja, 39 Kilometer ungefähr, dann bin ich an dem Platz, wo ich hin will, heute den Endpunkt. Aber es ist erst 14.20 Uhr, also ist noch recht früh. Für die paar Kilometer kann ich mir gut Zeit lassen, aber es wird bestimmt auch wieder
hoch und runter gehen auf der ganzen letzten Strecke. Ja, aber die Highlights auf der letzten Strecke waren eigentlich gar nicht so die Landschaft, sondern die ganz vielen alten Häuser so zwischendurch. Redgedächt, teilweise 16. bis 17. Jahrhundert stand da drauf. Wow, und top erhalten, also richtig klasse, super. Ja, das war das größte Highlight. Aussichten gab es gerade eben auch immer mal wieder zur Ostsee hin, aber kann man schlecht einfangen mit der Kamera. Aber die Strecke bis hierhin im Hinterland war auch richtig toll. Also dieses Cruisen da, so mitten durch die Landschaft, das gefällt mir auch immer. Also mache ich jetzt hier noch eine kleine Pause, gucke mir noch was an und dann geht's weiter. Der nächste kleine, schöne, süße Hafen hier, Falsled, heißt das hier, ja, wie es ausgesprochen wird. Richtig wieder so ein schöner, kleiner Hafen, super gelegen, richtig klasse. Ja, jetzt kommt die Highlights, immer so ein bisschen am Meer, ein paar Aussichten, aber immer noch berghoch, bergunter. Ja. Kilometer 100 hier in so ein Örtchen bin ich wieder an ein Schild angekommen. Nein, das ist immer noch nicht mein Platz. Ich habe noch 90 Kilometer bis dahin. Aber ist immer noch früh. Aber ja, großes Gebiet hier. Da hinten ist Toilette. Hinten habe ich gerade noch mal meine Wasserflasche aufgefüllt am Wasserhahn. Ja, so Lamsang kann auch bald mal zu Ende gehen. Aber das Plätzchen, wo ich hinkomme, das kann ich nur sagen, das ist echt klasse, richtig toll. Oh, da freue ich mich schon drauf, aber es ist noch ein Stück, aber bestimmt auch immer noch hoch und runter. Bis jetzt hört das nicht auf. Das ist nun mal hier so auf dieser Insel, auf die Fühen, ja, richtig hügelig, richtig viele Höhenmeter. Da bin ich mal her gespannt, wie viel ich habe. Naja, geh weiter geht's.
Kilometer 106. Jetzt schaue ich auf eine Insel. Das ist mein Ziel. Auf diese Insel werde ich übernachten. Da hinten ist so ein Damm. Darüber, da kann man rüberfahren. Da komme ich gleich vorbei. Und gerade bin ich eine andere Strecke gefahren. Ich bin nicht mehr diesen Ostseeküsten, den dänischen, entlang gefahren, die Nummer 8, sondern habe ich mir meinen eigenen Weg gesucht. Der war ganz okay. Richtig toll. Gut zu fahren, aber viel mehr Aussichten waren auch nicht wieder die Nummer 8, der Radweg, weil der ziemlich weit weg vom Meer hier gerade entlang führt. Aber ich stehe jetzt hier an so einer Stelle, wo man schön drauf gucken kann. Ja, dann bin ich gleich da vorne am Damm und dann geht's rüber. Ja, die Insel meiner Träume heute. So, jetzt bin ich hier unmittelbar davor. Das ist aber noch nicht die Insel. Das ist Ekenäs. Das ist eine vorgelagerte Insel, die ist auch mit dem Deich hier Deichstraße verbunden. Aber das ist hier ein Traumplätzchen hier. Ein ganz leichter Wind. Echt herrlich. Wow. Was für ein schöner Tag. Ja, September ist doch irgendwie eine richtig schöne Reisezeit mit dem Fahrrad. Keine Gewitter mehr so richtig. Ziemlich stabile Wetterlagen, meistens auch die guten. Das passt echt richtig toll heute. Natürlich, wenn jetzt pustig und regnerisch wäre, hätte ich das ja natürlich nicht gemacht. Aber das ist egal. Heute ist richtig, richtig tolles Wetter. Absolut richtig perfektes Wetter und das macht so Spaß. Und wenn man das hier wieder sieht, wie gesagt, hier war ich schon mal. Hier habe ich ja schon mal gescoutet vor fast genau ein Jahr. Deswegen bin ich wieder hier. Das ist ein so tolles Plätzchen hier. Naja, aber ich muss jetzt erstmal weiter. Auf die Inseln rüber. Ich werde sie gleich benennen. Oh, Kilometer 113, ich bin drüben auf der Insel. Und wie heißt sie nur? Es ist die Insel Helnes. Oder irgendwie so ähnlich. Aber wow, ganz toller Weg. Ach, den darf ich morgen früh wieder zurückfahren. Oh, und dann da entlang an der Küste. Aber das ist erst morgen. Ich muss jetzt auch weiter auf die Insel, noch 6,5 Kilometer. Ja, dann bin ich endgültig da, aber das ist echt ein sehr schönes Plätzchen, oder? Da habe ich letztes Mal richtig gut geguckt. Wow, hier zu bleiben ist echt toll. Aber man merkt, man ist auf einer Insel, rundherum ist Wasser, es ist frisch. Naja, weiter geht's. Die letzten Kilometer.
Leute, ich bin angekommen nach 120 Kilometern. Oh, aber ich bin da. Ja, das sind die Shelter, die man buchen kann. Wundert mich eigentlich, dass hier keiner ist, weil der war auch belegt. Ich habe mir den gebucht hier. Oh, mal reingeschaut. Oh, nicht gerade groß. Finde ich zumindest. Aber das wird schon gehen. Mann, das hat 60 Kronen gekostet, weil man mindestens für zwei Personen buchen muss. Das sind umgerechnet 8,07 Euro, Leute. Das ist gar nichts. Und ich darf hier übernachten. Richtig toll. Das wird ja witzig. Klasse, super. Da habe ich Lust drauf. Man kann hier auch Feuer machen, aber die Windrichtung kommt von da. Das würde hier alles zuqualmen. Das ist nicht so gerade richtig. Hier wäre sogar Holz. Man müsste eigentlich was mitbringen, weil hier ist nichts. Ja, Wasser und Toilette ist weiter unten in so einem kleinen Gebäude. Da werde ich mal hier natürlich auch noch mal gucken. Ja, aber wow. Und solche Aussicht hier. Unglaublich. Richtig toll. Ja. Das kann eine schöne Nacht werden, oder? Aber ich habe auch gleich Hunger. Muss dann auch was kochen. Aber echt super. Naja, erstmal auspacken, würde ich sagen. Und einbauen. Alles. Und ein paar Meter weiter ist hier ein kleines Gebäude. Aufenthaltsraum. Ist hier sogar. Hier drin ist geheizt, so nennt man. Und da hinten. Toilette, Wasser. Ja, ist vorhanden. Das geht. Eigentlich ganz super. Ja, für 8 Euro gar nicht schlecht. Jetzt habe ich mich hier so ein bisschen häuslich eingerichtet. Ich werde da oben schlafen. Ich dachte, das war recht kurz, aber passt doch alles gut hin. Ja, da hinten, das kann man nicht schließen. Das ist immer offen. Aber sonst kann man alles öffnen und schließen, wie man möchte. Und jetzt, ja, ich habe jetzt kein Feuer gemacht, aber ich mache trotzdem Feuer. Da köchel ich gerade meine Tomatensauce und dann gibt es noch Nudeln dazu. Ja, ich habe leider einen Radler vergessen. Verdammt. Ich habe so viel mitgenommen. Naja, ich habe aber noch einen Energy Drink und eine Cola aus der Schweiz. Das wäre ja wohl hier perfekte Plätzchen. Ja, um sie zu trinken. Mal wieder. Wie beim letzten Mal. Ah, das ist echt krass. Aber der Wind, der nervt ein bisschen. Hier fliegt immer alles runter und alles, was leicht ist, fällt wieder in den Dreck. Muss man ein bisschen aufpassen, aber es ist zum Glück warmer Wind. Ja, aber wenn die Sonne weg ist, mal sehen, wie das dann wird. Nachts wird das wahrscheinlich ein bisschen gut abkühlen. 10, 11 Grad. Dann sieht das schon anders aus, aber egal. Also ich finde das hier echt toll, dass hier sowas möglich ist. Boah. Da drüben sieht man die ganzen Häuser, da sitzt ein großes Boot, Schiff, ja, Steilküste, ein paar Segelboote noch. Ja. Ist noch nicht mal 18:30 Uhr. Ja, erstmal jetzt gleich Nudeln kochen, das dauert ja auch noch seine Zeit. Und dann wird gegessen. Ich habe richtig Hunger. Ich muss das, deswegen habe ich auch Nudeln. Ich habe noch mehr, ich habe noch Thunfischsalat mit und sowas. Weil meistens hat man einen richtig Kohldampf jetzt. Das kommt immer erst, wenn die Pause vorbei ist, wenn die Radtour vorbei ist. Lecker sieht's aus. Es ist auch ein Riesenpott geworden. Aber ich musste umziehen, ich musste in der Hütte kochen, denn hier war so viel Wind, dass der Spiritus sofort weg war. Wir gerade mal noch halbwegs die Nudeln fast fertig gekriegt, aber ich musste nochmal nachlegen. Aber da musste ich das nochmal natürlich aufwärmen. Also bin ich damit reingegangen. Jetzt habe ich das da ausgemacht. Also da passiert jetzt nichts mehr und jetzt werde ich es genießen. Aber das ist ein Haufen.
ob ich das schaffe. Boah, lecker. Das ist echt gut. Das tut gut. Oh, aufgegessen? Ja, fast. Aber das tat gut. Richtig schöne Mahlzeit. Wir waren ein bisschen vegetarisch. Würstchen, so eine kleine habe ich auch mit, habe ich aber jetzt nicht dazu gegessen, weil das war schon genug. Naja, aber jetzt ja, noch einen kleinen Abendspaziergang. Der Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, glaube ich, habe ich hier nicht, weil die Sonne geht da hinten unter. Die Sonne geht wohl eher mehr da irgendwo auf. Also morgen früh wird das nicht so, so ein Sonnenaufgang sein, aber schön soll es morgen auch sein. Aber naja, jetzt werde ich noch mal einen kleinen Spaziergang machen. Man kann da unten gleich runter, da noch mal zu so einem Strandstück. Und dann melde ich mich noch mal und dann mache ich noch mal ein kleines Fazit von heute. Gott verdammt, das sieht ja toll aus. Das ist ja. Wow, man sieht ja doch weit. Dort drüben, das Festland, da hinten ist sogar die Fähre zu sehen. Das müsste alt sein. Man darf auch das hier am Fünshafen. Ja, da an der Spitze irgendwo ist dann der andere Hafen. Aber richtig toll. Aber man sieht ordentlich Wellengang. Ja, der Wind heute war etwas stärker. Der hat auch noch geschlaucht, aber wie man auch sieht, es ist echt hügelig auf Fün. Hier kann man es richtig schön sehen zum Meeresspiegel hin. Weil da drüben ist noch eine Insel mit einem Haus drauf. Und drüben sind auch noch Häuser und Campingplätze zu erkennen. Richtig toll. Ich kann sagen, toller Tag, 120 Kilometer. War fast ein bisschen viel bei den Höhenmetern heute. Da waren, ja, Garmin sagt 1000. Ja, Komoot 800. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Aber das ist ja ein würdiger Abschluss. Ich glaube, ich werde ziemlich gut schlafen, wenn da sowieso noch nicht noch einer kommt. Wenn ich da alleine bin, dann kann ich richtig gut schlafen. Das glaubt man. So, da irgendwo geht mal hier die Sonne auf. So in 11 Stunden ist sie wieder da. Aber noch hat sie noch ein bisschen hier. Sonnenuntergang sehe ich hier aber nicht. Ah, egal, aber richtig schön. Richtig toller Tag. Das war Highlights, ja, im Land. Natürlich alles landwirtschaftlich. Aber echt diese Häuser, die wir überall waren, das war echt klasse. Das war schon ein Highlight für sich. Und dann nachher zurück ab Fahrburg am Meer, so teilweise. Die Strecke war gut. Auch mit meinen Gravel-Passagen, die ich eingeplant habe, waren richtig toll. Ja. Also man muss nicht immer die Routen nehmen, man kann sich auch mal selbst versuchen. So, also hier ist jetzt für heute Schluss. Es ist zwar erst 7:30, aber ich bin doch schon ganz schön kaputt und ich glaube, ich werde auch nicht alt, sobald das hier richtig dunkel ist. Das ist ja jetzt schon ganz schön früh. Ja, dann werde ich bestimmt gut einschlafen. Aber ich werde bestimmt jetzt noch ein bisschen Video gucken, ein bisschen noch was knabbern oder so, das habe ich natürlich auch noch mit. Denn das Internet ist hier natürlich sehr, sehr gut, obwohl hier nicht viele Menschen leben, hier auf Heldnäs. Aber das ist ja erst rein, also kann ich mir noch den Abend damit vertreiben, weil es ist schon ganz schön kühl. Ja, September, man merkt es. Aber die Tagstemperaturen waren richtig schön, richtig angenehm. Der Strand hier lädt zwar nicht ganz zum Baden ein, weil das sind richtig dicke Brocken an Steinen hier. Ein richtiger Strand ist das nicht. Aber egal, es war ein richtig schöner Tag. Ja, und es hat hoffentlich auch schöne Bilder gegeben. Also denn, ja, bis morgen. Morgen kommt dann, würde ich sagen, noch die noch schönere Strecke, denn da geht es noch mehr am Meer entlang. Also denn, bis dann.
Also danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal. Moin Moin. Tschüss.